Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 auf der Map Bimbelbach V4 GMK Fixed Version Umbau von uns beziehungsweise von mir und Tom und mit der anderen Gewissenheit Felix und wie sie alle heißen und ne, wisst ihr Bescheid. Und ja, wir sind wieder zurück in der Knacki, mein Freund. In Bindelbach. In den letzten Folgen, in den wirklich richtigen letzten oder fast letzten Endspurt jetzt. Ja, und es ist ja, ein Herz wird immer wärmer, ne? Das ist ja wie als stehst du mit deiner ersten Freundin vor deinem ersten Date. In dem Umfang befinden wir uns ja quasi gerade, ne? Wenn man es so will. So ist es ja gerade. Ne? Vielleicht sogar schon noch so. Bei mir auf jeden Fall. Ne, und wir wollen jetzt noch die Kartoffeln zu Ende roden. Und dann, ja, werden wir Kacke fahren, Miste fahren. Das sollten wir eigentlich noch hinkriegen in den 7 Folgen. Was macht der Kartoffelfahrer da jetzt? Er dreht völlig am Rad. Er dreht völlig am Rad. Er dreht auf jeden Fall völlig am Rad. Jo. Wo ist denn der Helfer in der Not? Da ist er. Naja. Und eventuell haben wir gerade noch überlegt, eventuell, wenn wir es schaffen, wenn wir noch Luft haben, Kartoffeln laden. Das wissen aber wir noch nicht ganz genau. Also wenn wir dann noch Zeit haben, eine Folge Platz haben, dann werden wir noch Kartoffeln laden. Eine ganze Folge mit dem Teleskoplader und mit dem Klinker Kartoffeln laden. Das erwartet euch noch, Freunde. Mal ein paar Fuder liegen hier schon. Jo, ne? Was schätzt du? Wie viele Tonnen sind das? 300. Etwas über, glaube ich. Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Alter, jetzt ist der alte Hacke hier schon wieder Hacke voll. Scheiße, bin ja dumm. Total auf die falsche Seite. Dann stehe ich auch viel zu weit. Du siehst ja gar nichts da. Ach, ich stehe doch auf der richtigen Seite. Oh. Ach, Kacke, ey. Bonnie, ihr merkt schon. Läuft alles? Ja, läuft alles. Ihr merkt schon, ich bin komplett im LS17er Fieber. Ich bin gar nicht mehr im LS15 eigentlich. Ich bin da schon gar nicht mehr. Im Kopf spiele ich schon LS17. Ach ja. So. Wie der da? Wer? Der Helfer. Ich bin das gerade. Ja, er macht. Ja, aber. Nee, die Linie habe ich gerade gezogen, weil guck mal, was er für Wellenlinien gezogen hat. Dann wollte er gerade Querfeld einfahren. Dann habe ich ihn gestoppt. Da habe ich gesagt, nobody, das gibt's nicht. Und dann war er ganz verdutzt gewesen. Deswegen kannst du jetzt wieder abhauen und ich rode erstmal weiter. Ich bin noch nicht voll. Ja, hau ab. So. Hopp, bitte. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ach ja. Sieht man einmal aus, hier wieder die Moppi. Klappt den Koloss mal um die Ecke rum. Ich weiß gar nicht, was an Kartoffeltechnik. Haben sie ja noch gar nichts wirklich gezeigt, oder? Doch, ich glaube, den 2-Reiher-Roder wieder. Okay. Also, und eine neue Legemaschine, glaube ich. Also fast wieder das alte Grimmelzeug. Hm. Ich glaube, du kannst jetzt auch gleich mit Flüssigdünger drauf machen. Weil die hat nämlich Tanks jetzt, die eine. Die habe ich noch gar nicht gesehen.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich meine ja. Wo ich hier gerade auf den Tektron hier sitze, erinnere ich mich irgendwie gerade so ein bisschen zurück in die LS13er Zeit auf Two Rivers, wo ich mit dem IAC 48 mit dem mit Frontlader und den ohne Stofflof hatte. Weiß gar nicht, ob du das damals mitgekriegt hast. Ich glaube, die hat es privat gespielt. Ich weiß es aber nicht. Glaube. Oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, so war's. Oh, auf jeden Fall eine geile Zeit. Nee, war eine geile Zeit, ne? Ja. Und wenn ich dann so nachts dann irgendwann nach Hause komme, egal wie spät es war, ne, um früh morgens, um 11 saßen wir dann im Tempel, ne? Dann ist dann vorbei, ne? Ach ja. Die guten alten Emsländer-Zeiten, du. So, heben wir einmal die Muppe hier wieder aus. Ich muss sagen, den Drescher, den ich dann fahren werde im LS17er, den haben sie aber echt geil detailliert gemacht, ne? Verdammt geil geworden. Ja. Das ist ja... Oh, mega Hammer, ne? Wenn jetzt einen Haufen kippt. Alter, jetzt kippt der mitten in der Einfahrt einen Haufen. Wissen wir aushalten. Wie ist der da hingekommen? Da war doch gar keiner. Ja, Tom, so ist es. Andere Leute fragen sich, woran hat er sie lehen? Ist so. Ja, ist so. Sag ich nach Folge auch immer. Was wundert ihr euch so? Andere Leute fragen sich, woran hat es Lehen? Ist so. Ne? Ja. So ist das. In Leben. Damit musst du heute rechnen. Das ist einfach so. Schluss aus. Basta Ende. Ne? Hier nichts. Ne. Fritzer Fratzer hier. Gibt's nicht. Fritzer Fratzer gibt's nicht. Nee, nee. Ich weiß halt gerade nicht, was ich rede, aber auch egal. Freunde, braucht da gar nicht zuhören. Hier, Fritzer Fratzer. Ne? Dann werde ich das vergessen. Wo bist du denn? Der leidet unter guten Schlafmangel. Ja. Wo bist du denn? In der Kurve, wo ich dir bei der ersten Tour ein bisschen schräg begegnet bin. Okay. Beim Rübenschlachter. Wo die Rüben dann noch liegen, irgendwas muss. Ja. Na, dann stellen wir uns da schon mal wieder hin, Freunde, und dann kann er uns hier gleich aufladen. Ablader. Dann können wir jetzt hier nach vorne rotzen. Und dann kicken wir. Und ich bin ja echt verdammt auf die Performance gespannt im LS17er, ne? Ich auch. Vor allem in meinem PC. da muss ich auch sagen, da bin ich auch nicht drauf gespannt. Nicht, dass ich dir auf Biegen... diese ganzen neuen schönen Effekte. Nicht, dass ich dir auf Biegen und Brechen was Neues zusammenschrauben muss. Da musst du mit rechnen. Da musst du mit rechnen heutzutage, Freunde. Aber du bist ja da der Experte. Ich bin da ja eher der Doofe, aber... Hältst du den Finger oben, wird man nicht loben. Ja, du bist genau, ja. Ja, werden wir schon hinkriegen, irgendwie. Irgendwie. Nur noch so wahrscheinlich so, ja, jetzt war schon lange mit um zu fertig am... aber, so... Weißt du, so mittendrin oder so, und dann, Tom kommt dann, bring mir irgendwelche Teile dazu, geschraubt, die alle falschen, bohme da mal was zusammen, danke. Dann willst du ihn abholen? In der Stock, dann würde ich alles, ich hab dein Bock, dann ist nicht mehr, ich denke, was auch ist. Ist okay, mach ich. Nee, schlucken muss er es ja. Ja, ja. Nee, nee, wenn LS15, LS17 so, ne, dann muss es ja eigentlich gehen. Wenn LS15 läuft, LS17 hat ja glaube ich noch niedriges Systemanforderung 15. Ne? Es ist zumindest, es läuft ja glaube ich wieder auf dem gleichen Stand so, von den ganzen Performance und so her. Nur dass die Performance, die sie im LS15 einfach verbraten haben, runtergeschraubt haben, dazu noch bessere andere Performances reingeklärt. Also so irgendwie muss man sich das vorstellen. So habe ich das jetzt aus dem Gespräch rausgeholt, jetzt mal für ganz dumme einfach mal gesagt, ne? Da bin ich echt drauf gespannt. Ich bin. Echt? Ja. Die Finger flattern. Also, wenn ich das Spiel, ich sage mal, leer mache, komplett leer mache, ganz neu mache, nur mit DLC-Spiele läuft es auch super. Oh. Nur die, ich glaube, die Mods haben mir das Spiel so ein bisschen zerschossen, beziehungsweise haben das so alles ein bisschen verlangsamt. Ah, ist so. Das ist immer so. Aber gut, ich brauche jetzt im 17 mal weniger. Deswegen, ich also aus. Ich benutze erstmal, ich habe mir vorgenommen.
die erste Zeit wirklich gar keine Nutze. Nehmen wir nochmal wirklich intensiv. Eventuell baue ich die Map um. Ja. Aber die Standardsachen eventuell, also die Standardsachen, außer jetzt die Map vielleicht ein bisschen umzumodeln, so wirklich komplett zu lassen. Wo habe ich mir das vorgestellt? Mhm. Im Kopf. Ne? Bescheid, Bescheid. So hat sich das da ein Herr Niklas vorgestellt. Oh, wir sind Bescheid. Ja. Also bei der kleinen Maschine hier, bei meiner kleinen Höhlenmaschine hier, wo ich eigentlich keine Bedenken habe. Aktuell nee, bei dir sowieso nicht. LS15 auf Ultra High. Ja, wenn ich reiß die Stick auseinander und knall mir einen anderen wieder rein. Also von daher. Also. ja, bei LS15 packt der so locker. Und auch noch, ich sag jetzt mal, der Rechner wird auch, wenn dein Rechner das nicht mehr schafft. Warum auch immer. Dann wird ja mein Rechner auch irgendwie ein bisschen mehr an seine Grenzen kommen. Obwohl, ich werde wahrscheinlich immer noch damit aufnehmen können. Aber wenn ich, sag mal, ich mit einem Rechner nicht mehr spielen kann, weil das ein Spiel nicht mehr schafft, kannst du damit locker noch ein Jahr spielen. Denn wegen diesen ganzen Aufnahmen und Performance, die dann gezogen wird und so, ist es ja bei mir ein bisschen heikliger als wie bei dir. Ne? Bei mir laufen ja mehrere Programme noch im Hintergrund. Wenn ich dann noch bedenke, was ich gerade noch im Hintergrund offen habe, ich könnte jetzt mal ja ins Menü tappen und euch sagen, dass ich den Bishena hier Dingen Bummens, also Fallout Shelter spiele ich in letzter Zeit nebenbei auf habe. Ich habe gerade Chrome kann ich ja nicht mal zumachen. Ruckelt's gerade bei dir? Was hast du? Ruckelt's gerade bei dir? Na, eben kurz so ein bisschen. Ich habe Notruf 1 und 2 übrigens noch nebenbei offen. Das habe ich aber schon seit gefühlten 3 Tagen offen. Seitdem war der Rechner schon nicht mehr aus. Ich habe den ATS Launch offen. Die Sachen habe ich gerade offen. Sonst geht's aber, ne? Ja, sonst ist alles super. Also ich habe keine Probleme. Und es läuft fließend. Locker. Flockig. Also. Von daher, Freunde. Ist klar, schön. Hab ich ja auch. Muss ja auch ehrlich zugeben. Auch wenn mir der Rechner mittlerweile geklaut wurde von meinem eigenen Onkel, aber gut, okay. Ist ein anderes Thema. nicht das jetzt falsch verstehen, ne? Aber ist schön, wenn man das neueste Technik hat, so wie ich dann zum Beispiel da. Wieder zwei 1080er am Ende reingeknebelt habe und 12 Terabyte in dem Ding drin habe, die ich eigentlich gar nicht brauche und sonst was. Ich hab's, ja toll, was bringt's mir? Ich brauche keine Zeit GeForce GTX 1080, brauchst du nicht zum Aufnehmen. Brauchst du nicht. Da reicht eine 750er Ti, so ein scheiß gammeliger AMD 6300er Prozessor. Man muss es einfach noch können, man muss sich auch ein bisschen, wenn man sowas machen will, mit seinem Aufnahmeprogramm auskennen. Das soll jetzt auch nicht klugscheißeres klingen, das ist einfach so. Du kannst nicht einfach so ein Programm, auch wenn es ein kostenloses Billigprogramm ist, wo du sagen, anmachen und los aufnehmen. Nee, das geht nicht. Du musst da schon ein paar Sachen einstellen. Und bei den Aufnahmeprogrammen, wo man das nicht einstellen kann, das ist kein Aufnahmeprogramm, aber sowas muss man einstellen können. Und sowas kann das Aufnahmeprogramm auch nicht automatisch einstellen. Sowas muss man einfach heutzutage noch manuell machen. Es ist einfach so. Ja? Wenn man davon keine Ahnung hat, dann funktioniert sowas auch nicht. Da kannst du auch einen GeForce GTX 1080 oder Titanix oder was weiß ich davor kleben haben. Bringt auch nichts. Genau. Bist wenn man keine drin? Ahnung hat, hält man bescheiden diesen Auto. Genau. Bist du direkt unter mir? Nee. Ruckelt gerade so ein bisschen. Jetzt. Oh, jetzt. So ist das, Freunde. So ist es, ne? So ist es. Ach ja, bleib da noch kurz im Augenblick stehen. Ich bleib weiter. Ja. Oder wie voll bist du denn jetzt? Halb oder so. Noch nicht mal. Ja, hole erst noch einmal hoch und. Jojo. Ich hab Zeit. Ist ja jetzt bald weg, Dirk. Ja. Noch eine Folge, anderthalb Folgen, dann müsste ich eigentlich weg sein. Noch nicht mal so. Ja. Ich würde mal sagen, dann tischen wir nochmal großes Gerät auf. Für großes Gerät. Ja, so. Gülletechnikmäßig, ne? Haben wir noch gar nicht vorgestellt, so wirklich. So, Güllezubringer. So ein komisches Gerät, was sich Holmer nennt. So. So mit so einem komischen Gerät hinter, was.
was diesen Geruch sofort wegmacht, Emi. Das, und das sieht da, da sieht die Erde auch ganz anders danach aus, weißt du? Weißt du, was ich meinte? Ja. So ein Gerät meinte ich. Ne? Weißt du, was ich meinte? Ja. Erstmal müssen wir mischen können, da geht kein Licht drum rum. Ja, oder Gülle ist mir egal. Ich will mit Gülle anfangen, weil wir haben noch keinen Mist, das ist scheiße. Da müssen wir erstmal ein bisschen pushen. Ja. Ja, wir machen wir erst Gülle. Da bin ich dafür. Tom! Ich bin schon dreimal gefahren und schön die 18. So. Okay, nee. Also, ja, du weißt, welche zu bringen, ne? Ja. Die guten beiden, Stefan. Bin ich auf der richtigen Seite, ich glaube ja, ne? Was? Nee, schon gut. Ich kann aber auch. Wieso ist eigentlich beim Kartoffelroder rechts der Abladebunker? Das Ding. Ich weiß es nicht. Das bringt mich total durcheinander. Ich stehe mal auf der falschen Seite. Ich weiß nicht, ob der für England konzipiert ist oder so. Ich muss mal gucken, ob das wirklich bei Tektron so ist. Gucken wir gleich. Ob ja, die ist alle. So. Ja, ist so. Ich glaube ja. Wieso? Die Einreiher bei uns auch links ablade oder wie man das dann auch nennt. Darf ich nicht? Ah ja. Der Fall ist Geschichte. Ja. Und der Fall, dass die Aufnahme zu Ende ist, der ist jetzt auch Geschichte. Denn die Aufnahme ist jetzt zu Ende, Freunde. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Daumen hoch nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Bleibt munter und gesund und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ballet Play Landwirtschaftsmotor 15 in Bindelbach. Tschüss. Genau so sehe ich es auch. Tschüss.